Unser Teamtrip begann in München, von wo aus wir zunächst mit Finnair nach Helsinki geflogen sind. Übrigens könnt ihr alle Videos zu den Flügen und Hotels und mehr von diesem Trip auf unserem Kanal finden. Dabei auch ein guter Moment, um zu abonnieren, nicht wahr? Warm in Deutschland ins eisige Finnland. Der Teamtrip fand übrigens im April statt. Hier irgendwie ein Intro aufnehmen? Wir verbrachten eine Nacht im Hilton Helsinki Kastrop Rauxel, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist der Tobi, das ist der Max. Und das ist Alex. Das ist der Bahnhof. Avia Max folgt, dann könnt ihr den Santa Claus Express hier, der ist hier abgefahren. Und ich bin immer noch betrunken. Geiles Abendbrot, ey. Besser geht nicht, Männer. So ist es. Nach einer kleinen Tour durch die Stadt war es Zeit für uns, die Übernachtfähre, die Viking Line, nach Stockholm zu erwischen. Wir leben zwei Nächte im Radisson Blu Alandia, das sich gleich neben dem Flughafen befindet. Am nächsten Tag war es Zeit für den wahrscheinlich außergewöhnlichsten Flug dieser Reise. Boarding not boarding lieben wir nicht. Mit dieser wunderschönen, über 30 Jahre alten Fokker 50 flogen wir nach Mariehamn in der autonomen Region Åland in Finnland. In Mariehamn verbrachten wir nur ein paar Stunden, bis wir mit der Fokker wieder zurück nach Stockholm flogen.
Am nächsten Tag war es Zeit für den nächsten besonderen Flug, den Fifth Freedom Flight von Ethiopian Airlines nach Oslo. Voll Inception-mäßig euch einfach Resa, die jetzt die ganze Zeit aufnehmen. Wollen wir? Dann mache ich noch, dann filme ich euch noch, wie ihr euch Resa hier aufnehmt. Für diesen Flug saß ich in der Business Class, während die Jungs hinten in der Economy Class Platz nahmen. Am Flughafen Oslo mussten wir einige Stunden rumkriegen, bevor es mit Norwegian weiter nach Tromsø ging. Wirklich viele Stunden. Ich sehe wegen der Sonne überhaupt nichts, deswegen. Einfach anstoßen. Ja, hab ich doch jetzt gehört. Okay, 1, 2, 3. Wir übernachteten 2 Nächte im Moxie Tromsø mit einem tollen Blick auf den Flughafen. Jetzt wird es aber Zeit für das Highlight des Trips. Die Färöer-Inseln. Wir flogen mit SAS über Kopenhagen, dabei flogen Tobi und ich von dort direkt auf die Färöer. Und Alex wollte eigentlich mit Widerö von Bergen auf die Färöerinseln fliegen, aber das Wetter hatte andere Pläne. Während Tobi und ich also schon für unsere 3 Nächte im Hilton Garden Inn einchecken konnten, war Alex noch auf dem Weg hierher. Während wir also auf das andere Drittel von Aviamax warteten, genossen wir ein paar Drinks. Als Alex endlich da war, fuhren wir mit dem Mietwagen los, um dieses wunderschöne, atemberaubende Land zu erkunden. Ich werde euch einfach mal mit den wunderschönen Bildern allein lassen, die wirklich für sich selbst sprechen. Nach spektakulären Tagen nahmen wir verschiedene Routen nach Hause oder zu einer anderen Destination. Wir hoffen, euch hat dieser Vlog Spaß gemacht. Wir haben noch einige spezielle Trips dieses Jahr vor, darunter auch einen weiteren Teamtrip.
Wenn ihr diese nicht verpassen wollt, solltet ihr abonnieren. Aber bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.